Afrika. Doch nicht in weiter Ferne, sondern mitten in Schwerin. Eingebettet in den Eichenwald am Schweriner See liegt die Nashornsavanne. Das Highlight sind natürlich die drei südlichen Breitmaulnashörner Clara, Karen und Kimber. Die Nashornsavanne bildet einen Lebensraum aus dem ostafrikanischen Kenia ab. Alle Arten auf unserer Anlage würden sich dort auch in der Natur begegnen. Die südlichen Breitmaulnashörner sind in der Natur potenziell gefährdet. Dabei zeigt der Populationstrend leider stark nach unten. Nur noch etwa 10.000 Tiere durchstreifen die Savannen Afrikas. Trotz ihrer kurzen Beine können die tonnenschweren Tiere weite Strecken zurücklegen. Aber wie schaffen sie das, ohne dass die Füße schmerzen? Ja, die Nashörner haben eine besondere Entwicklung, ähnlich wie auch bei den Elefanten. Das heißt, sie sind eigentlich Zehenspitzengänger, das heißt, sie gehen auf ihren Fußnägeln. Aber es sieht ja eigentlich so aus, als wenn sie auf dem ganzen Fuß laufen würden. Das ist aber ein Sohlenpolster. Vorteil von diesem Sohlenpolster ist, dass es viel besser das Gewicht abfedern kann. Das heißt, der Fuß wird nicht so belastet durch das ja 2 bis 3 Tonnen schwere Gewicht. Neben den Nashörnern kann man in der Nashornsavanne auch noch anderen Tieren begegnen. Nur durch eine Glasscheibe und einige Baumstämme getrennt, zeigen sich die bedrohten Gravy-Zebras den Besuchern. Im Zoo Schwerin leben 4 Hengste zusammen. Spielerisch wird die Rangordnung ausgefochten. Wirkliche Auseinandersetzungen gibt es nicht, da keine Weibchen anwesend sind. Die dritte Art in der Nashornsavanne hält sich nicht nur auf den Anlagen auf, sondern verlässt auch gerne mal die Gehege auf der Suche nach Nahrung. Mit einer Größe von nur 60 cm und einem Gewicht von gerade mal 1,5 Kilo sind sie die kleinsten Tiere im Gehege. Schon seit dem 16. Jahrhundert wurden diese Vögel in Europa gehalten und lebten sogar wild in Frankreich und den Niederlanden. Die große Gruppe Helmperlhühner hat keine Angst vor den Nashörnern. Die großen Tiere bieten ihnen Schutz vor Raubtieren und im Gegenzug nutzen die Nashörner die Rufe der Perlhühner als eine Art Alarmanlage. Breitmaulnashörner sind echte Rasenmäher. Mit ihrem namensgebenden breiten Maul können sie gut Gräser in der Savanne abweiden. Über 50% ihrer Aktivität am Tag besteht aus der Nahrungsaufnahme. Und die großen Haufen lassen schon vermuten, wer so viel frisst, aus dem kommt auch sehr viel wieder heraus. Der große Kothaufen dient dabei aber auch als Kontaktstelle der Nashörner, die hier am Geruch des Dungs wahrnehmen können, wie es ihren Artgenossen geht und wer gerade paarungsbereit ist. Neben den Tieren selbst bietet die Schweriner Nashornsavanne aber auch die Möglichkeit, sich über ihre Bedrohung und ihr Verhalten zu informieren. So werden weiterhin Nashörner geschossen, um an ihr Horn zu kommen, das dann als wirkungsloses Wundermittel verkauft wird. Daher ist die Wilderei das größte Problem für alle Nashornarten. An interaktiven Stationen kann man sich neben der Anlage über die Tiere informieren. Jedoch sehen wir hier die Ziegen, die es inzwischen nur noch im Streichelzoo gibt. Bleiben die Savannenbewohner nun also ohne weitere Gesellschaft? Nein, es bleiben nicht die Zebras und die Nashörner mit den Perlhühnern alleine auf der Anlage, sondern es wird in diesem Jahr noch eine spannende Antilopenart dazu ziehen. Ganz genau verraten tun wir das noch nicht. Das dürft ihr euch überraschen lassen. Und es ist eigentlich auch geplant, dass noch eine weitere spannende Art hinzuzieht. Da sind wir noch mit dem zuständigen EEP-Koordinator am Besprechen, ob es vielleicht dieses Jahr schon klappt oder Anfang nächsten Jahres. So gibt es also auch in Zukunft viel auf der Nashornsavanne zu entdecken. Aber auch schon heute kann man, neben den Tieren, die über 8000 Quadratmeter große Anlage erkunden und dabei durch Tunnel, über Brücken und auf Abenteuerspielplätzen sich selbst nach Afrika versetzen. In der Afrika-Hütte gibt es dann noch Verpflegung für die lange Reise durch Schwerins Afrika. Schaut doch mal wieder vorbei. Die Nashörner freuen sich schon.